Einen wunderbaren guten Morgen und einen schönen Start in die neue Handelswoche mit vielen, vielen Ereignissen, nicht nur hier an den Börsen, sondern am Wochenende auch in Frankfurt. Ich hatte es erwähnt, da ist die World of Trading, da sind wir hier mit Tickmill auch live vertreten. Das nur zur Information für all diejenigen, die in Frankfurt sind oder planen hinzugehen. Kommen Sie bei uns vorbei, lernen Sie uns einmal persönlich kennen. Das ist auch immer schön, wenn man seinen Handelspartner oder vielleicht zukünftigen Handelspartner auch einmal direkt in die Augen schauen kann und die Leute rund ums Team mit kennenlernen kann. Einen schönen guten Morgen, Elena, und auch an alle anderen, die hier live zuschauen wieder in die heutigen Handelsideen. Es ist sehr, sehr spannend, wie sich die letzte Woche auch verabschiedet hat. Heute schauen wir auf den Dow 30, auf das WTI und aufs Gold. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben. Im Blog habe ich schon erste Ausführungen dazu für Sie gemacht, die Situationen sozusagen skizziert. Und wir schauen mal, was die Märkte uns jetzt hier kredenzen, was wir dann entsprechend auch ja, im Trading-Portfolio umsetzen können. Und das ist ja das Schöne an den Märkten. Ich freue mich auch sehr auf die neue Handelswoche, weil viele, viele Charts haben sich mittlerweile in sehr, sag ich mal, interessante, exponierte Positionen entwickelt. Wir werden das gleich im DAO auch sehen, was ich damit meine, wo wir einfach als Händler nur warten müssen, bis der Trade zu uns kommt. Und wenn er dann da ist, an der Tür klingelt, die Tür aufmachen und den Trade entsprechend entgegennehmen. Das ist das, was ich als Händler sehr, sehr gern tue. Und da kreiere ich selbstverständlich die Handelsideen entsprechend auch an dieser Stelle immer wieder für Sie. Bevor wir in die Tagesplanung und mit den Charts reingehen, wie immer vorab der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Also hier der Risikohinweis an dieser Stelle. Bitte auch das Ganze hier zur Kenntnis nehmen. Lüdger, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen und auch an alle Zuschauer, beispielsweise hier Andreas live im Webinar mit GoToWebinar. Willkommen, und wenn Sie Fragen haben, rein in den Chat bzw. das Fragefeld im GoToWebinar oder Facebook, dann können wir direkt auch auf Ihre Wunschcharts entsprechend eingehen. Dann gehen wir mal rüber auf die Nachrichtenseite. Wir haben das ja in der Nachrichtenvorschau für die aktuelle Handelswoche auch gesehen. Heute ist nicht wirklich viel zu kommen. Wir haben hier heute Nachmittag aus den USA ein FOMC-Mitglied, das spricht, und um 10 Uhr bekommen wir hier möglicherweise irgendwelche Nachrichten aus dem Treffen der Eurogruppe. Nichts Genaues weiß man nicht. Deswegen sind das einfach Dinge, die können die Märkte bewegen. Die muss man immer so latent im Hinterkopf haben. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mich persönlich hier sorgen würde, dass wir hier massive Spikes oder Ähnliches bekommen würden. Die sind einfach nur diese Treffen. Und wir schauen einfach mal, was der Markt entsprechend draus macht. Andere Nachrichten kommen dann im Laufe der Woche. Und bitte auch nicht vergessen, diese Woche in den USA, der Big Player, der häufig die Richtung auch vorgibt, da ist Donnerstag und Freitag wenig mit Handel. Donnerstag ist Thanksgiving, da sind die Börsen in New York geschlossen, und am Freitag ist lediglich ein verkürzter Handelstag, halber Handelstag bis zur Mittagszeit in den USA. Also da ist nicht wirklich viel. Das heißt hier eine Woche, die relativ kurz ist für den US-Handel. Das merken wir dann möglicherweise auch an den anderen Börsen auf dieser Welt, die nach der großen Uhr in New York auch mit ticken. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Die Woche vor Thanksgiving ist häufig auch eine gute Handelswoche. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Schauen wir mal in die Charts. Wir wollen ja nicht Überraschung traden, sondern richtige, gute Setups haben. Und da legen wir hier gleich mal los. Hier ist noch offen aus der Vorbereitung von vorhin der Goldchart. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Gold an. Gold hatten wir ja schon mal hier in diesem Ausbruch. Da ging es auch ein schönes Stück nach oben. Konnte man gut was mitnehmen. Hier die ersten Zielbereiche wurden auch abkassiert. Danach ging es schon wieder runter. Da sehen Sie, wie flexibel wir als Händler sein müssen. Und jetzt sehen wir hier eine schöne, ich nenne das mal bullische, entschuldigen Sie bitte, eine schöne bärische Flagge. Bullisch wäre ja andersrum, da hätten wir vorab einen Aufwärtstrend. Das haben wir hier jetzt nicht, zumindest nicht im Kleinen. Ne? Im Größeren haben wir das schon hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, das ist jetzt Korrektur. Wenn wir uns aber den aktuellen Trend auch anschauen beim Gold, dann geht der momentan etwas nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier den Bewegungsbruch gehabt. Das heißt, hier hat man die Bewegung, die diesen Aufwärtstrend gebrochen hat. Jetzt ging es hier nach oben, dann hat sich ein Abwärtstrend gebildet, und jetzt haben wir hier sozusagen diese Konsolidierung innerhalb dieser bärischen Flagge, und wenn diese bärische Flagge nach unten aufgelöst wird, dann haben wir hier ein paar schöne Anlaufpunkte. Hier ein paar Tagestiefs. Wir haben das Tagestief vom Freitag. Das liegt um die Marke von, was haben wir hier im Low? 112,13.
Also, nee, nicht 112, 13, 1213 ist die Marke hier. Ich ziehe mal ganz kurz eine Linie auch mit rein. Das wäre dann diese hier an dieser Stelle. Das wäre hier so in etwa in diesem Bereich. Die mache ich mal noch grün, damit das visuell für Sie auch passt, damit Sie sehen, das ist ein Support bzw. ein möglicher Drehpunkt an dieser Stelle. Wenn der Markt hier unten rausbricht, dann haben wir hier noch ein Stückel tiefer die 1207 und dann hier unten dieses Trendtief, was wir ungefähr bei 1196 US-Dollar haben. Das ist mal so der Bereich, wo wir hier runterlaufen können. Wenn sich das Ganze dann noch tiefer fortsetzen sollte, dann steht natürlich der nächste Anlaufpunkt oder die nächsten Anlaufpunkte auf der Agenda auch schon. Das ist zum einen erst einmal hier unten so dieser Bereich um die 1180 Dollar und dann könnte es, wenn der Markt weiter schwach bleibt, dann könnten wir sogar wieder noch einmal hier runtergehen. Was heißt noch einmal? Wir könnten hier um die 1160 Dollar Marke auch anlaufen. Da muss man einfach sehen, was los ist. Dieser große, starke Anschub, den wir hier schön gehabt haben, dieser schöne Move nach oben hin, der kam ja im Sinne dieser ganzen Unsicherheiten, die wir in den letzten Wochen gehabt haben, um die Wahl, um den Handelsstreit und so weiter und so fort. Da gab es ja einige Ereignisse, die uns hier in die Situation gebracht haben, warum die Händler eher dann auf den sicheren Hafen übergegriffen haben. Diese Risiken sind jetzt erst einmal weg. Die Wahl ist durch. Also von der Seite her, ja, sind die Risiken aus dem Markt und wir sehen, was die Markthändler vom Gold hier an dieser Stelle machen. Die verkaufen das Ganze wieder und aus dieser Stelle oder an dieser Stelle geht es halt hier entsprechend in den Abwärtstrend. Der ist jetzt schön korrigiert. Wir schauen mal, was der Markt hier draus macht. Auf der Oberseite muss man aber auch schauen, der Markt kann hier noch deutlich weiter nach oben laufen, ne? Wir haben jetzt, wenn wir das rein trendtechnisch mal schauen, wir haben den aktuellen Hoch, das Korrekturhoch sozusagen in diesem Abwärtstrend liegt bei 1237 Dollar. Dann haben wir hier noch ein Tageshoch. Wann war das gewesen? Das war das Tageshoch vom 11.07. Das haben wir bei 1227. Das kann man auch gut anlaufen. Da muss man einfach mal sehen, wie weit es den Markt hier an dieser Stelle auch treibt. Das muss man als Händler immer mit im Blick haben. Das sieht man auch sehr, sehr schön. Ich schaue da wieder mal mit Ihnen in die Stunde. Man sieht diesen Trend hier auch sehr schön in der Stunde, wie schön der nach oben läuft. Jetzt ist er in seiner Korrektur und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, bricht er unten drunter durch, setzt sich dieser Abwärtstrend, den wir hier jetzt haben, schon vor. Also für diejenigen von Ihnen, die das jetzt mit dem Auge noch nicht so genau erkennen können, hier ist dieser Abwärtstrend, den ich bespreche. Das ist natürlich jetzt erst einmal im Sinne des übergeordneten Trends der Stunde nur eine Korrektur, aber wenn sich das ganze Teil fortsetzt, dann kann da ziemlich schnell ein Bruch draus werden und das ist das, was der Markt dann uns anzeigt, hier nach unten entsprechend auch traden zu können. Das sind die Dinge, die können dann entsprechend fortgesetzt werden. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn der Markt die Stärke weiter aufnimmt, dann zoome ich das Bild mal etwas kleiner rein. Dann haben wir hier nach oben schon ein paar Anlaufpunkte, die noch da sind. Wie schon gesagt, ich habe es markiert hier, diese 1227. Und dann haben wir hier oben schon den Bereich um die Marke von 1237, 1240 US-Dollar für die Feinunze. Das sind Anlaufpunkte. Wenn es darüber geht, ist dieser Abwärtstrend erst mal gebrochen, dann schiebt es den Markt weiter nach oben. Wir werden sehen. Ich habe da meine eigene Meinung zu, nur die möchte ich hier nicht kundgeben, weil Sie ja Ihre eigenen Setups traden sollen. Ich halt einfach auch häufig gemerkt habe, wenn ich jetzt irgendwo eine Meinung auch sage und jemand anders gefällt diese Meinung, dann passiert es halt auch, dass diese Meinung dann getradet wird und ich möchte an dieser Stelle niemanden zu einem Meinungstrade bewegen. Bei mir ist eins, die Message, die ich hier geben will, Meinung können wir haben, aber bitte das Ganze dann nur traden, wenn der Markt das Ganze auch spielt. Das ist wichtig und von der Seite her habe ich hier mein präferiertes Setup. Das zieht die Unterseite vor und damit stehe ich eher nach unten hin. Aber bitte, hier haben wir in der Stunde einen Aufwärtstrend, den kann man schön traden. Der ist momentan in seiner Korrektur, den kann es genauso gut nach oben traden. Und deswegen ist das Drehpunkt, da ist Interesse drin und das können wir ganz, ganz einfach und schön mit traden. Auf trendtechnischer Sicht haben wir jetzt hier eine tiefe Korrektur und die kann jederzeit auch mit umkehren. Das müssen wir einfach hier so auch akzeptieren. Und damit würde ich gerne mit Ihnen in den nächsten Markt da mal reinschauen. Wir gehen mal, bevor wir dann nach Amerika gehen, noch auf den Rohstoffsektor und zwar hier in das WTI hinein. Der Chart vom WTI, den hat man ja, ja in Regelmäßigkeit jetzt besprochen, einfach weil hier momentan auch viel, viel, viel Bewegung in diesem Markt mit drinnen ist. Wir haben hier schön diese starke Abwärtsdynamik, das hatte ich in den Vorwebinaren häufig auch immer schon besprochen. Da möchte ich nicht noch einmal drauf eingehen, sondern jetzt einfach mal diese Situation beleuchten, wie wir sie jetzt haben. Wir hatten in der letzten Woche dieses Rebound hier unten angesprochen, das sich jetzt so
ich sag mal so Stück für Stück auch fortsetzt. Das kriecht so ein bisschen nach oben, aber wir haben hier die Situation, Sie sehen es an den Kerzen, hier wird der Spike nach oben, wird immer wieder abverkauft. Ne? Das ist jetzt nicht beide Dips, sondern sell the Spike. Und das ist ein Verhalten, das ist eher in sag ich mal, bärischen Konsolidierungen der Fall. Das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Die ganze Geschichte läuft auch wieder in so einem Trendkanal ab, in so einer Flagge ab, in so einer bärischen Flagge hier in diesem Moment. Und das ist auch wieder ein Bereich, Sie sehen, der Markt tingelt hier sehr, sehr stark immer unten ran. Und wie ich schon gesagt, wenn er hochgeht, ist er bisher immer weiter nach unten gegangen. Auch diese Konsolidierung, die kann sich selbstverständlich auch noch fortsetzen. Ne? Wir haben hier das nächste Tageshoch hier in diesem Bereich liegen. Das ist das Tageshoch vom 13.11., wo dieser massive, starke Rutsch nach unten kam. Das Hoch hat man hier bei $59.30. US-Cent liegen. Bis dahin kann es laufen. Hier haben wir noch ein Widerstandsniveau. Das Widerstandsniveau kommt auch schon ein bisschen älter her. Das haben wir von hier drüben aus, wann war das gewesen? Am 12.03., also hier um den März diesen Jahres, da hatten wir hier dieses Tief, das war dieser Schub, wo dann der Markt so deutlich schön nach oben angestiegen ist. Aber auch immer schwankungsbreit, ne? Aber das, was wir hier gesehen haben, ist halt etwas, was wir nicht jeden Tag sehen. Solche massiven Rückgänge, die sind schon bald historisch, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Wir haben sowas Massives mal hier gehabt im Jahr 2014. Und wenn man mal sieht, welche Ausmaße sowas annehmen kann, dann sehen wir halt hier, wir haben, ich würde mal so grob geschätzt sagen, wenn sowas wie hier wieder passieren könnte, haben wir erst ein Drittel. Also man muss einfach sehen, was die Märkte draus machen und nicht sagen einfach so, ich gehe jetzt long, weil ja, der Markt ist ja schon tief gefallen. Ich sage mal, der kann noch viel, viel tiefer fallen. Und wenn wir uns das Ganze mal auf dem Tageschart angucken und das, was wir hier gerade sehen, auch anschauen, dann heißt das, was wir hier traden, ist lediglich die Korrektur des Schubs. Der kann auch weiter nach unten gehen. Und aus diesem Fall ist das halt wieder auch ein Korrekturmuster für einen Abwärtstrend, dessen normale, reguläre Auflösung eher über die Unterseite geschieht. Heißt also hier, sobald der Markt nach unten rumdreht, wäre das ein Szenario, wo wir sagen könnten, okay, ab geht's nach unten, nach oben. In Hammer aber noch ein bisschen Potenzial. Das heißt, wer von Ihnen hier auch im kurzfristigen Bereich unterwegs ist, wohl wissend, dass wir immer schön auch mal spiken können, da gibt es halt auch entsprechend die Möglichkeiten zu sagen, gut, wir handeln jetzt das ganze Ding hoch, muss man immer sehen, im kurzfristigeren Bereich muss man also, wenn man die Korrektur handelt, immer entsprechend ein bisschen anderes Jobmanagement haben. Man muss da viel, viel schneller, flotter unterwegs sein. Das ist nicht zwangsläufig was für den nebenberuflichen Händler, aber diejenigen von Ihnen, die hier live dabei sitzen, ist das schon das ein oder andere Mal durchaus interessant, einfach auch zu sagen, wir nehmen den Spike einfach mal hoch, weil wenn wir uns den Stundentrend beispielsweise mal anschauen, ich ziehe das mal etwas größer für Sie, dass man sie sehen, der Markt, der läuft schon, der schwingt sich schon so Stück für Stück nach oben, und wenn man da gute Einstiege erwischt, why not, warum nicht das Ganze traden, die Möglichkeiten gibt es ja, und es spielt doch keine Rolle, ob wir jetzt hier einen Tagestrend haben oder einen Stundentrend, wenn man von unten raus zum Hoch hier traden möchte, das ist doch alles legitim, und wir sehen ja auch, dass der Markt untergeordnet wieder schön schwingt und momentan zumindest auch ein Stück weit nach oben geht, und das ist ja das, was das Ganze ausmacht. Sie können hier in jeder Zeithorizont gut traden. Im Öl ist momentan ein sehr, sehr hoher Fokus, ist auch sehr, sehr nachrichtensensitiv die ganze Geschichte hier. Also hier kann durchaus das ein oder andere gehen, deswegen bitte hier unbedingt ein Auge drauf haben, da kann viel laufen, und die aktuelle Situation, die hatte ich Ihnen ja an dieser Stelle jetzt auch geschildert. Ein paar Gedanken gemacht. Wie schon gesagt, wer hier Fragen hat, bitte nicht zurückhalten, einfach im Chat die Frage stellen, und dann kann ich auch auf diese Dinge mit eingehen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal nach dem Rohstoff noch einen Index an, und zwar hier die US-Indizes. Sie haben, ich freue mich drüber, was hier passiert. Wir haben letzte Woche was Feines gesehen, und zwar, wir haben tatsächlich gesehen, dass der Markt hier den ersten Umkehrtag und ein Follow-Through-Day hatten. Und das ist eine ganz, ganz feine Geschichte, weil wir hieran sehen und lesen können, dass die Händler jetzt erst einmal genug von fallenden Kursen haben und doch wieder mutiger werden und sozusagen auf die Käuferseite wechseln. Das geht so ein bisschen auch inher mit der Korrelation zum Gold. Das ist ja das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Manchmal wird das Gold ja auch als sicherer Hafen genutzt, wenn es an den Aktienmärkten ein bisschen ruppig zugeht. Das haben wir hier an dieser Stelle natürlich auch, und damit können wir hier an dieser Stelle das Ganze auch nach oben mit betreuen. Ich sehe gerade, der Markus ist auch da. Grüß dich, Markus. Einen schönen guten Morgen. Also hier zurück zum US30, der
Dow Jones 30 hat also hier letzte Woche die Umkehr bravourös gemeistert mit einem ersten Signal, dann der Follow-Through. Damit ist der Markt sozusagen aus diesem Abwärtstrend hier ausgebrochen. Wir schauen uns das Ganze mal auf Stundenbasis hier entsprechend auch an. Und wir können dann an dieser Stelle hier auch sehen, nach unten hin ist natürlich immer Potenzial da. Ja? Wenn wir allerdings sozusagen auch junge Trends treten wollen, dann ist das jetzt halt eine Wahnsinnschance, die wir hier haben, und die bietet sich halt auch nicht jeden Tag. Das heißt, an dieser Stelle muss ich sagen, Markus, ganz lieben Dank, ich freue mich sehr. An dieser Stelle muss ich sagen, wir haben hier eine richtig schöne Situation, und das sind Setups, die ich liebe, die freuen mein Portfolio, und Sie sehen auch, wie motiviert ich bin, sowas aus den Charts auch für Sie rauszusuchen, weil wenn Sie einmal verstanden haben, was Sie als Händler an so einer Stelle zu tun haben, ja, dann machen Sie es einfach. Dann machen Sie genau das, was Sie zu tun haben. Sie packen Ihr Risiko rein, lassen den Trade einfach laufen, einfach weil der Markt Ihnen momentan sagt, hey, Guys, ich will nach oben, und dann gehen wir mit. Und das ist die Chance. Wir haben auf die Chance gewartet, auf ein zweites Bein. Und das könnte sich jetzt hier tatsächlich auch mit ausbilden. Und das ist doch eine echt coole Sache, muss ich sagen. Und das schauen wir uns mal an. Wie schon gesagt, nach unten hin, wäre blöd, wenn das Ganze jetzt rumbricht. Ne? Nach unten hin haben wir jetzt noch im Tagestief liegen bei, wo haben wir es, 25.116. Und dann hier dieses Spike-Tief bei 24.806. Aber ich muss echt sagen, das ist was. Ich persönlich möchte jetzt nicht nach unten traden, das ist persönlich, aber Sie können es natürlich, wenn der Markt hier rumdreht. Aber wir schauen uns das ganze Ding mal aus trendtechnischer Sicht an, nach oben hin, und zwar jetzt in der kleineren Zeiteinheit, und zwar hier Stunde. Warum Stunde? Zeige ich Ihnen sofort. Das ist nämlich das, wo ich drauf gewartet habe. Ich habe ja das Szenario eines zweiten Beines und dann den Markt nach oben zu schieben und hier möglicherweise eine Jahresendrallye zu sehen. Das haben wir ja entsprechend schon gehabt. So, und jetzt haben wir hier die Situation, dass wir, ich gehe nochmal ganz kurz hier rüber in den Tageschart, dass wir hier in dem kleinen Bereich halt, ich sag mal so, der ein oder andere Markt es sehen wollen, wie er will. Ich habe letzte Woche auch die Frage gestellt bekommen, haben wir hier eine SKS in der Stunde? Ja, das ist gut möglich, dass sich hier eine SKS ausformt. Sozusagen hier Schulter, Kopf und Schulter. Das passt, und die Marke, das, was jetzt wichtig ist, ist sozusagen dieser Bereich hier. Also hier muss der Markt drüber, dann haben wir es raus für die Schulter, Kopf, Schulter, damit sie sich auslöst. Wenn ich mir das ganze Ding allerdings auf Trendbasis angucke, und das ist das, was ich hier jeden Tag auch immer mache, ich schaue mir einfach an, wie die Trends verlaufen, weil da lerne ich genügend über die Märkte, dann haben wir hier, guckt euch das mal an, wir haben hier Bewegung, Korrektur, so, dann haben wir hier nochmal ein Bewegungshoch gehabt, dann hat es den Markt nach unten geschoben, also ein Korrekturhoch, Entschuldigung Sie, hier, also wir hatten die Korrektur, da war das Hoch an dieser Stelle, und da hat der Markt gesagt, hier raus und tschüss. Hier, das war der Bereich. Hier sind wir drüber gelaufen mit einem schönen Spike nach oben. Danach hat der Markt nicht wieder abverkauft. Der Markt hat hier zwar korrigiert, was auch gesund ist, und dann ist er nach oben gelaufen. Und das ist für mich hier, das war der Follow-Through-Day. Das war das erste Indiz. Kurzes Durchatmen, Follow-Through-Day. Jetzt haben wir hier durchatmen, und wenn sich das ganze Teil jetzt fortsetzt, das ist genau das Szenario, was wir dann für die Oberseite brauchen, wo der Markt wirklich, wirklich die Chance annimmt, nach oben zu laufen. Und das wäre das Potenzial, was wir jetzt auch haben. Erst einmal, wenn sich das Ganze positiv fortsetzt, hier über die Tageshoch zu laufen, also das heißt das nahe Tageshoch hier, was wir haben bei 25.586, das wäre dieser Peak hier, dann hatten wir hier viel, viel Volatilität in den Märkten. Deswegen sind diese Spannen auch so groß. Aber was da nach oben auch kommt, wenn der Markt hochläuft und vielleicht tatsächlich auch bullisch bleibt zum Jahresende hin, haben wir hier halt hier die 26.283 im langen Atem. Da braucht man schon ein bisschen Atem. Und dann hier ganz langfristig, wenn die Märkte bullisch bleiben, US-Wirtschaft läuft ja gut. Wenn die Märkte bullisch bleiben, dann haben wir hier eine echt geile Chance, nach oben hinzulaufen und hier auch die Jahreshoch zu testen. Und wenn wir mal schauen, wo man da jetzt rein kann und was da an Potenzial da ist und wie gut man sich hier absichern kann, dann haben wir hier gute Chancen. Und das ist hier auch in puncto Saisonalität, wo man weiß, dass die Märkte beispielsweise um Thanksgiving in der Regel gut laufen, wenn man all diese Dinge auch zusammennimmt. Das passt schon. Letzte Woche ist der Dollar ein bisschen schwächer geworden. Das ist wieder positiver für die US-Wirtschaft. Also da sind schon ein paar Dinge jetzt am Köcher, die hier Positives unterstützen können. Und wenn der Markt das Ganze spielt, dann kann es hochgehen. Aber bitte immer im Hinterkopf haben, erstens muss er spielen und zweitens bitte immer die Absicherung drin haben, weil wir haben immer noch keinen Aufwärtstrend. Ne? Wir haben zwar einen Schub, wir haben in der Stunde einen Aufwärtstrend, auf Tagesbasis aber noch nicht, aber in Summe
ist das eine feine Geschichte, die wir hier durchaus für den ein oder anderen positiven Trade machen können. Also an dieser Stelle bin ich für heute durch mit meinen Handelsideen. Wer mag, guckt morgen wieder rein, beziehungsweise liest den Blog hier auf Tickmill. Ansonsten bis morgen, einen guten Trade-Montag, erfolgreiche Trades und ja, machen Sie es gut. Ich freue mich auf morgen. Tschüss, Ihr Mike Seidel. Und jetzt geht es für mich auch zurück ins Trading-Setups. Im DAX sind auch schon im System. Mal gucken, was der Tag draus macht. Bye, bye. Tschüss.